you see. Manfred hear my love to me. Einen schönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. So, es ist, wie spät haben wir es denn? 6.13 Uhr morgens. Ich habe mir gestern schon eine Tour besorgt. Wir müssen spätestens um 7 Uhr am Aufladeort sein. Jetzt habe ich gerade verdrückt. Wir müssen aber noch unsere Haus- und Hofrunde machen. Pre-Trip. So, dann haben wir Warnblinker. Jawohl. Und dann steigen wir mal aus. So, Tür zu. Okay. Das sieht gut aus. Jawohl. So. Reifen abklopfen. Okay. Oh, sieht alles gut aus. Das gehört. Wunderbar, geht alles. Ich bin gestern nochmal um alles gekümmert, hier ein bisschen was abgefettet. Und dass wir heute dann einsatzbereit sind, aber es gehört sich halt einfach hier nochmal nachzuschauen. Ja, sieht auch gut aus. Und die auch nochmal. Wunderbar, Beleuchtungseinrichtung geht alles. Ein Birnchen musste ich gestern ersetzen. Da das hier, dieses kleine, das war kaputt. Ja. Das ist aber eine Kleinigkeit, das haben wir ja auch immer dabei. Und dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich auch schon einsetzen. So, Maschinchen hat sich ja schon ein bisschen aufgewärmt. Wunderbar, wunderbar. Auch schon das Ziel schon ins Navi eingegeben. Mal kurz hier den Mikroarm ein bisschen höher stellen. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, jawohl, geht. Entschuldigung. So. Ach ja, ich hatte gestern Abend auch noch mal ein bisschen mit Nate und Don geschrieben über WhatsApp. Und ja, Don, der kommt mit seinen Jungs, die legen jetzt Nachtschichten ein, die kommen echt gut voran. Wollen wir demnächst mal ein paar Fotos schicken vom Zwischenstand. Sagt, er will auch nicht zu viel schicken, um mich nicht zu beunruhigen. Momentan strippen sie das Ding komplett. Und ja. Kaffee am Morgen ist doch was Leckeres. Ja, die sollen mal machen. Die kennen sich da aus. Ich mache das, was ich kann. Ich fahre und verdiene Geld. Ich muss erst daran gewöhnen, das Mikros hängt mir so vor der Busche rum. Ist einfach nur ungewohnt. Ich
ist schon ganz gut. Hier wohnt ja keiner, ne? Oh, hier. Schöner Hagesee. Könnte ich zur Not eigentlich auch gerade ausfahren. Da sieht das Navi hier. Angenehm hier in Phoenix, dass man hier in der Stadt 40 Meilen fahren darf. Kommen wir gut voran. Ja, ich habe volle Schichtzeit. Mehr oder weniger. Bis haben wir ein bisschen Truck gewartet. Und die Tour, die wir da haben, zeige ich euch dann gleich. Ja, das schaffen wir auch in der klaren 5. Ah, guck mal hier, Flugplatz von Phoenix. Ist auch einiges los hier. Wow. Ein schöner Lowboy. Oh, ganz in der Rot. Ja, Nate, dem geht das mit dem LKW nicht aus dem Kopf. Das scheint ihn ein bisschen gefickt zu haben. Er hat dazu jetzt noch nicht wirklich was gesagt, ob er es machen will oder nicht, aber wir haben halt viel drüber geschrieben. Er hat halt sogar Abläufe gefragt, wo er sich informieren kann und solche Sachen. Ich sage, mach das gründlich. Überleg dir auch, ob es das wirklich für dich ist. So, schauen wir mal, wo sie das mal die Fracht fest einbuchen. Ja, das ist eine gute Fracht hier. Ihr seht, also wir kriegen 1,97. Ich ziehe diese Fracht, diese hier vor. Die ist zwar ein bisschen besser besoldet, eine 2,06 Dollar gegenüber 1,97, das heißt 9 Cent mehr die Meile. Aber die hier hat 47.000 Pfund, während wir hier 12.000 Pfund circa haben. Und deswegen lieber leicht, ja. Und dann ein bisschen weniger Diesel verbrauchen und ungefähr den gleichen Preis haben, also etwas schlechter fahren, finde ich besser. Ja, und insgesamt im Total, also das heißt im Absolutwert 955, 438 Meilen schaffen wir heute locker. Kriege ich ein bisschen mehr heute raus, wenn das so eine zerstückelte Fahrt werden würde. Und wer weiß, ob ich hier oben im Page was bekomme. Gut, nehmen wir das mal. Wo darf ich die Fracht aufnehmen? Ah, da drüben, okay. Was Kurzes. So.
wird immer besser. Wird immer besser. Upsala. Jetzt kann ich die Schräge ein bisschen schlecht abschätzbar. Langsam bremsen. So, perfekt. Jawohl, naja, nicht perfekt, aber gut genug. So. Also diesen Mod kann ich euch einfach nur ans Herz legen. So, ich gucke mal, wo jemand ist. Ist natürlich nur so früh. Hallo? Ist hier jemand? Ah, hier ist eine Gegensprechanlage. Drücken. Hallo? Ah, da war jemand. Okay, ich gehe da mal rein und dann sehen wir uns gleich. Wunderbar, wir sind beladen. Wir haben es jetzt 7:36 Uhr. Tut gut, bisschen Sonne. Da hat man gleich eine ganz andere Stimmung. Ne? Ja, wunderbar. Ich habe schon kontrolliert, also glaubt ihr mir ja, dass alles wunderbar verspannt. Ist ja auch relativ leicht, also wir sind um die 5 Tonnen hier. Lüfterelemente. Dann gucken wir uns gleich mal die Tour an. So, Ding. Mal. Komm mal rein hier ins Baby, ne? Ja. Schön. Ihr wisst, was das jetzt bedeutet. Ja, hier. So. Nee, bin gerade ein bisschen verrutscht, glaube ich, mit der Maus. Ja, so. Thumbnail Time. Der tanzt sich hier richtig vor dieser braunen Betonwand. Gut. Dann lassen wir den Motor mal ein bisschen anlaufen. Gucken mal in die Map rein. Also laufen tut er ja zuverlässig, mein Freightliner. So, wir fahren, im Moment können wir hier unten, ne, das macht keinen Sinn, wir fahren schön auf die Interstate 10, I-10, dann kurz auf die Interstate 5 und dann biegen wir hier, das kennen wir glaube ich hier schon zu Chemso ab. Ich könnte sein, dass ich hier mal das erste Nacht mit meinem Freightliner übernachtet habe, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Das war auch bei Chemso, whatever. Irgendwo hier in der Ecke war das, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, und dann sind wir eigentlich nach 9 Stunden Fahrzeit auch schon hier. Ich will mal gucken, auf einen Truckstop würde ich gerne mal Pause machen. Ich glaube hier, der bietet sich an, ne? Ja. Okay, dann machen wir hinter El Centro, machen wir Pause. Also Ehrenberg, El Centro, das ist unser Rasthof der Pause. Und dann guck mal, dann sind wir hier relativ nah an Bakersfield, aber ich habe dann noch zwei Fahrtage offen, ja, um die 70 Stunden voll zu kriegen. Und dann wäre es Beste hier irgendwie hier hoch und dann zum letzten runter, dann habe ich eigentlich optimal Umsatz gemacht. Ja. Würde ich sagen,
gemerkt habe, gestern noch ein paar Termine vereinbart. Und zwar, oh leicht, da kann ich auch in der zweiten anfangen. Ja. Wegen, wenn ich im Bakersfield bin. Ich muss gucken, wann es ist, aber es sieht so aus, wir werden jetzt das Wochenende noch durchfahren, Samstag, Sonntag. Weil da ist eh keiner gewerblich im Betrieb, sodass ich mir mal einen LKW angucken kann. Aber ich habe jetzt 5 Probefahrttermine vereinbart. Also was heißt Probefahrttermine? Besichtigungstermine von Fahrzeugen, die in die engere Wahl fallen. Oh, ihr seid aber meine Güte, also die Phoenix People. Very friendly, very friendly. Thank you for your kindness. Ich will mich mal so ein bisschen orientieren zumindest. Wo die Reise hingehen könnte oder was für ein LKW sein könnte. Es sind natürlich auch welche dabei, die haben vor, ihren LKW zu verkaufen, können aber noch nicht gleich, weil sie quasi in der gleichen Situation sind wie ich. Das heißt, sie wollen sich gerne einen neuen holen, weil der alte für die Aufgaben nicht mehr das optimale Mittel der Wahl ist. Auch einer dabei, der will seinen gerne weggeben. Entschuldigung. Weil er sagt, er braucht die ganze Power nicht. Das heißt, die Sprit Consumption ist relativ hoch. Also ist einer dabei, der hat tatsächlich 500 PS, etwas drüber. Den möchte ich mir natürlich gerne angucken. Ist aber ein etwas älteres Modell, also nicht so alt wie der braune Bomber, aber ja auch nicht der jüngste. Aber ganz interessante Trucks sind dabei, also. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Was ich aber sagen kann, also viele nennen ja auch einen Freightliner Shakeliner. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, also der läuft hier ganz gut. Das ist ja auch ein älteres Fahrzeug, ich meine 93er Baujahr, die rappeln normalerweise schon ein bisschen mehr. Erinnert euch an den Iveco, den Turbostar, den ich mal gefahren bin, unten in Italien. Der hat auch ganz schön gescheppert. Ja, der war so aus den späten 80ern, meine ich. Und das war auch eine eigene Art von Autofahren. So war alles gut. Also. So. Dürfen 60. Ja, also 60 ist eigentlich in alles in allen Bundesstaaten rund um Kalifornien. Das ist eigentlich meine Richtgeschwindigkeit. Kalifornien darf ich ja nur 55 Meilen pro Stunde. Und die sind da ziemlich genau, deswegen halte ich mich auch dran. Ich weiß, in Deutschland und so weiter fährt man gerne auch mal mehr. In Kalifornien wirklich aufpassen, die Strafen sind saftig und mein Geldbeutel ist es nicht, also muss ich einfach mich an die Regel halten.
jetzt da vorne, also dürfen wir gleich schon mal links fahren. Okay, Baustelle. Ja, tut sich da einiges hier. Ich fahre hier die Interstate 10 total gerne. Also lässt sich sehr, sehr lässig durchcruisen. Landschaft ist einigermaßen abwechslungsreich. Also ist halt eine andere Landschaft als in Oregon beispielsweise. Aber ich finde sie auch ganz nett. Ja, ja, und eine Sache war noch, ich hatte ja gesagt, vom Jeff, der Step-Deck-Trailer, das waren mehrere. Bei dem Dreiachser müsste ich nochmal 10.000 oben drauf zahlen, sagte er. Da hat er mir einen falschen geschickt, das kann er nicht machen. Ein Zweiachser ist es, aber schon ein Spread-Axle, Step-Deck, den ich für 20.000 Zuzahlung haben kann. Und beim Dreiachser müsste ich nochmal 10.000 drauflegen. Und ich habe dann auch mit Don gesprochen. Der will mal bei Mack, also nicht Mack wie die Truckhersteller, sondern Mack MAC nachfragen. Das sind die Trailer-Produzenten, ob sich da beim Zweiachser die Grundkonstruktion, Rahmen und so weiter das gleiche ist und wir eine dritte Achse irgendwann mal nachrüsten könnten. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Hier ist ein Loch. Okay. Was ist denn los hier? Ja, und das könnte durch diese Kanada-Map sein, ne? Die ist ja raus, also ich habe die beiden eigentlich, die Canada Dream und hier, guckt euch das an, die Canada Dream und die C2C habe ich eigentlich beide rausgeworfen. Ich nehme mal an, dass hier irgendwas passiert ist, aber das Spiel meistens repariert sich selber. Ich denke mal, dass der Manfred seine C2C, das war ja eigentlich übersichtlich mit den Fehlern, ich glaube 20 hat es geworfen, dass die 261 dann demnächst rauskommt. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge seht, ist das schon passiert. Ja. Das wäre noch so eine Frage, die zu klären wäre, weil ich brauche jetzt ganz am Anfang auch nicht unbedingt drei Achsen am Stepdeck, sondern zwei gehen erstmal, weil ich habe sowieso nicht, ich kann sowieso nicht so schwer laden, weil das schaffe ich mit der Zugmaschine gar nicht. A ist halt hier die Achskonfiguration, also ein Dreiachse reicht eigentlich für ein, das heißt Dreiachse Zugmaschine reicht für ein Stepdeck, Dreiachse Stepdeck vollkommen aus. Aber du musst halt auch die Hinterachskonfiguration Heavy Duty dafür haben. Und die hat der Freightliner hier nicht. Dementsprechend habe ich auch meine die zu besichtigen LKWs ausgesucht. Deswegen sind es auch nur 5. Weil sonst wäre das Angebot viel, viel größer. Genau.
Irnberg. Irnberg, Irnberg. Muss nachschlagen. Aber ich denke Irnberg. Irgendwie so verkauen werden die das. Aber herrlich, ne? Wenn der Sechszylinder so vorne vor sich hin wummert und du einfach Meilen machst, geht schön die Straße lang runter. Das ist schon. Ah, so lässt sich fahren. Ja, ich glaube, die Hälfte haben wir, ne? Oder? Sechs Stunden noch? Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf die Pause gleich. So, Kalifornien, 55. Also als würde man leer fahren. Le Chat Noir. Aha. Ach ja. Ich hatte schon mal auch gestern Abend mal so ein bisschen im Internet geschnorchelt bei Rigs und so weiter. American Rigs. Hinsichtlich Preise für Show Trucks. Da gehen so gute Kenworth 900, frühe W900, zwischen 65.000 und $85.000 weg. Und das sind schon schön gemachte Dinge. Das hat ja mal den Dan, Question Don zugeschickt. Und er meint dann bloß, na warte mal ab. Ja, und dann warten wir mal ab, würde ich sagen. So, jetzt mal gucken, war das hier, wo ich runter wollte? Ne, es war hier vorne der, ne? Hier wollte ich nicht runter, hier war der vorne. Hier mal das ein Ruheplatz. Okay. Von $65.000 aus. Ich weiß halt dann noch nicht, wie gut der Don ist, das muss man halt dann auch sehen. Die kann auch versteigert werden, dann kann es ein ganz anderer Preis werden. Aber das wären dann 32,5. Abzüglich der Teile. Das ist eine gute Frage, wie viel Roger da haben möchte. Sagen wir mal 10.000. Dann bleiben 20 über. Für einen Einsatz von 2,5 nicht schlecht. Wenn es dann alles so klappt. Na, ich
würde auch schon sagen, hier hätte ich auch Pause machen können, aber hier gibt es halt keinen Kaffee. Ein bisschen was trinken und essen wollte ich schon. Oh, tanken ersetze ich. Ja, hinsichtlich der, das war ein bisschen buggy jetzt hier in letzter Zeit. Ich habe nochmal in die Crashlog reingeschaut. Wahrscheinlich hat die US Road 95 oder wie das hieß, dieser Mod, der war fehlerhaft. Den habe ich jetzt mal rausgeworfen. Deswegen habt ihr dann auch vorhin im Video mal diese leeren Stellen gesehen. Da war ja die Coast to Coast schon draußen. Und ich glaube, also ich habe den jetzt rausgenommen, jetzt läuft es wieder. Vorher war die Map quasi wie gelöscht. Der LKW ist einfach durchgefallen. Jetzt funktioniert es halt alles wieder. Die Viva Mexico ist noch drin. Und die Extremo, die HBS Resources. Und der Rest ist erstmal draußen. Ich werde mal in einem anderen Profil vorsichtig mal die Coast to Coast mal wieder einfügen. Könnten wir eigentlich. Ach nee, Kalifornien. Nee, was habe ich denn noch für eine Reichweite? Moment mal. Display. 300 Meilen habe ich noch Reichweite. Ich fahre ja richtig tief rein, ne? Sind wir erstmal richtig tief in Kalifornien. Muss ich schon gucken, dass ich Arizona komme. Der ist schon heftig, der Preis jetzt. Yeah. Also das Sinn machen, das gleich mal zu machen. Ich muss ja nicht voll machen. Vielleicht nur 100 Gallonen, das reicht auch. Dann ist es nicht gleich ganz so heftig. So, gleicher Schluss. Bam, reicht. So, und gleich mal hier im Automaten bezahlen. So, pack mal einen Truck noch. Tanko ist wieder halbo follow. Also Waage brauche ich jetzt hier nicht, das weiß ich. Aber hier, nehmen wir gleich den hier. Jo,
stehe in meiner Markierung, alles gut. Gut. Dann werde ich mich hier mal etwas erfrischen. Und. Oh, ah, perfekt eingepackt hier. Ah, Tür zu. Und. Ja. Gucken, was sie haben. Und dann sehen wir uns. Ja, gleich wieder, würde ich sagen. Ne? Ah, Foodmarkt. Cool. Und eine Salatbar. Cool. Sehr, sehr cool. Und Western Star. Na gut, ich schau mal rein. Dann bis gleich. Oh, das war da ganz lecker. Hat vor allen Dingen gut getan. Zwischenzeitlich hatte ich hier Kenzo angerufen, wo ich das hinbringen soll. Wenn ich das heute noch schaffe, dann würden sie den Frachtpreis erhöhen. Das heißt, sie stellen eine Zeitprämie aus. Dann wollen wir mal Gas geben, weil das müsste ich auf jeden Fall schaffen. Und, aber für ein Foto, so ist er ja selbst, da ist immer Zeit. Ja. Die muss auch sein, sonst geht uns das Wichtigste abhanden. Ja, sind wir schon drin. Falschen Knopf erwischt. Ah, home sweet home. Oh ja. Haben wir mal einen Tee mitgenommen? Bio-Dialing. Hier, das ist so ein typischer Zementlaster. Diesen, das ist anders als in Deutschland, da entleeren die den nach unten. Deswegen haben die auch so trichterförmige Bomben. Das sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie Kuhäuter. Ne? Also das liegt einfach daran, dass dieses Abpumpen und Einpumpen im Silo hier anders gelöst wird. Wie ein anderes, auch ein kleineres Verteilsystem haben. Also der LKW kann dann auch unterschiedliche Sorten auch an dann Zement aufnehmen. Ich finde es trotzdem ein bisschen vorsintflutlich, aber andere Länder, andere Sitten, wenn sie ja was bei gedacht haben. So, jawohl. Ankunft ist dann in 3 Stunden, knapp 4 Stunden, wenn es dazwischen kommt. Dann wollen wir uns mal diesen Bonus holen. Jeder Bonus ist willkommen. Ihr wisst, ich habe einiges vor. Geld muss ausgegeben werden.
8.500 Meilen habe ich mit dem Spätzchen hier schon zurückgelegt. Cool. Wir sind wieder auf 6,3 Miles per Gallon. Ja. Aber zum Durchstarten hier ist das genau der richtige LKW. Ich werde nie die erste Nacht vergessen, ey, in dieser riesigen Hütte. Ist eigentlich fast schon zu groß. Dafür braucht man eigentlich gar nicht, aber was ist noch schöner als Platz? Noch mehr Platz, genau. Das Chassis wird natürlich dadurch auch länger. Dadurch teilweise einfach im Rangieren unkomfortabler. Gib mal Gas, das Pedal ist das rechte. Herrgott nochmal. San Diego wollen wir nicht, wir bleiben jetzt erstmal Richtung LA. Komm, Baby. Dreh dich da hoch. Ah ja, so ist gut. Nagelneues Auto. Mal lieber hier durch. Das macht mehr Sinn. Ah ja, ich habe CB angelassen. Hey, da sind wir mal wieder. Könnt ihr euch noch erinnern, hier, wir haben mit dem Spätzchen da am Gold Beach oder wie das oder Golden Beach gehalten hatten, mit dem Vergnügungspark und der Seebrücke im Hintergrund. Ja, ein bisschen schnell.
schon so vor, als wie vor einer langen Zeit, aber ist das noch gar nicht so lange her. Aber zwischenzeitlich immer so viel erlebt. Mit dem LKW haben wir jetzt irgendwo in den 30er Folgen. Das heißt, es sind schon über 300 Stunden Sendung. Nur für ATS. Quatsch, 300 Stunden, so ein Quatsch. 30 Stunden Sendung. Schon Wahnsinn. Oregon war mal. Mit dem Pete damals, mit dem ersten, dem blau-weißen. Bin auch mal in Mexiko mal reingeschnuppert. Idaho. Ja, Idaho und Utah, ne? Ja. Ich war ein bisschen vorsichtig, weil Utah bin ich mir gerade nicht so sicher. Stand hier. So, Oxnard müssen wir dann runter. Müsste bald soweit sein. Schönes Ding. Ah, schöner Kenny. Die sehen sehr homogen und sehr souverän aus. Schwaden, Schornsteine. Das ist ja eine Wahnsinns-Lichtstimmung hier. Spät haben wir es dann. 18 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da waren wir schon mal. Ne? Vorne rechts dann gleich scharf rein. Das war aber nicht die erste Tour. Aber so im Bereich der ersten 2-3, glaube ich.
zeittechnisch. 3 Stunden habe ich noch. Ich muss nämlich gucken, wo ich dann Pause machen kann. Hier, oder? Ah, och, das hätte ich auch einfacher haben können. Mensch. Vorne war jemand, ne? Wenn ich mal ansprechen könnte. Hi, Sir. Ah. Okay, die laden ab. Ui. Das ist ja verdoppelt. Dass ich das geschafft habe. Wahnsinn. Nicht schlecht. Also, nicht schlecht. Der Grund dahinter ist, durch diese Abstürze musste ich eine neue Frachtrichtung Kemso Oxnard annehmen und da war das die einzig verfügbare. Und somit habe ich jetzt einen Bonus. Das soll ja auch mal passieren, habe ich gehört. Und jetzt ist es halt im Tom Diesel passiert. Naja. Nicht schlecht, man muss auch mal Glück haben. Ja, und schauen wir mal, ob ich hier gleich eine Fracht weiterbekomme, die mich dann auch noch zum Parkplatz bringt. Das wäre nämlich optimal. Und zwar Kemso, schauen wir. Oxnard, Kemso. Ne, die haben nichts. Die haben ja nichts. Lass uns mal in die Karte schauen. Das sieht aber hier wieder ganz böse aus. Ja, dann würde ich eigentlich meine Nacht hier verbringen. In Oxnard. Also hier ganz genau. Ja. Dann machen wir das so. Dann fahre ich jetzt rüber nach Oxnard. Dann habe ich hier auch Warwood, Eddies, Rail Export und Crops, S-Crops. Da müsste ich ja wohl morgen dann eine gute Fracht finden. Und ja, aber jetzt reicht dann auch. Würde ich sagen für heute. Heute sind wir schon relativ lang auf dem Bein. So. Wenn ich die Lucy gleich hier vorne. Ich
habe noch 2 Stunden 42. 51 Minuten machen wir hin. So. Leicht übertriebene Geschwindigkeit hier. So, dann haben wir morgen noch 2 Fahrtage und dann geht es erstmal, ihr merkt auch mir meine Müdigkeit so ein bisschen an, ich war jetzt lange nicht zu Hause, lange im LKW geschlafen. Jetzt will ich noch doch nach einiger Zeit mal wieder nach Hause, jetzt kriege ich ja noch eine weiche Birne und mich auch mal wieder ein bisschen um was anderes kümmern. Ich merke gerade, wie ich die Abwechslung brauche. Und bisschen Büroarbeit auch mal machen will. Wieder ein bisschen was organisieren will, nicht nur rumfahren, sondern ja, da habe ich richtig Lust drauf. Deswegen freue ich mich auf meine Garage. Komm schon, komm schon, komm schon! Ach nein, das war ein Ticket. Das war unnötig. Ich merke, mich drängst du zum Parkplatz. Und jetzt, wo irgendwie auch Bakersfield so zum Greifen ist, ich habe zwar noch 2 Fahrtage bis zum Reset, die mache ich auch voll. Die Strafe ist war jetzt echt unnötig. Wir können jetzt zwar sagen, gut, dafür hast du ja auch dein Bonus bekommen, aber den Bonus bekomme ich eigentlich nicht oder holen mir nicht, damit ich ihn dann letzten Endes wieder bei Speedtickets ausgeben kann. Und ich war in letzter Zeit so sauer, was Speedtickets angeht. Wirklich blöd.
bin müde. Ist auch genug für heute. Irgendwie auch bald genug. Ist nicht so, dass ich so ein Riesel brauche. Ich muss mal irgendwie raus aus dem LKW. Jetzt kriege ich glaube ich noch einen Koller. Auflieger stelle ich hier vorne rein. Ja. Jetzt nicht. So. Weiter. Und den mal ab. Okay. Ach so. Mal rein. Na, ich hoffe mir auf jeden Fall nochmal die Beine vertreten gehen. Vorne. Ui, das reicht auch. Na gut, ihr merkt, ich bin so ein bisschen durch. Ich hoffe, der bleibt nicht die ganze Nacht hier, sondern ich hoffe, der verschwindet. Ein ganz schön Krach hier. Also, ich werde jetzt hier vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen, irgendwo nochmal so eine Kleinigkeit trinken und essen. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Dann geht es bestimmt auch schon besser. Wie gesagt, jetzt 2 Tage noch bis zum Reset. Dann mache ich ein sehr großes Reset vermutlich. Mal gucken, da ich einiges vor dann in Bakersfield. Muss ein paar Dinge sortieren. Muss mich um den Kenny kümmern. Ich muss... was muss ich noch machen? Ich muss mich um ein paar Probefahrttermine von Fahrzeugen kümmern. Ich muss die Geschichte mit dem Trailer erledigen. Da brauche ich auch ein paar... Lizenzen noch dazu und, also ist einiges zu tun, sodass ich es jetzt halt im Moment gar nicht abwarten kann, da hinzukommen, weil der Trailer auch schon da ist, weil der Don halt auch am Kenny arbeitet und nicht last but not least auch mal ein paar LKWs wieder angucken kann. Ja, und aber ich will die 2 Fahrtage auf jeden Fall noch voll machen, um halt so viel wie möglich Geld noch zu verdienen. Kann nicht verkehrt sein. Und dann werden wir hier
vermutlich diesen Trailer dann mal gucken, zusammenverkaufen. Also ich möchte das schon gerne über das Portal im Spiel machen. Das heißt, also die Preise, die da kommen, die sind auch die Verkaufspreise. Und den Mac, ja, kaufen wir dann quasi vom Jeff. Und den gestalte ich dann so, dass es dann auch passt, ja, also dass ich den auch bezahlen kann. Mit den LKWs mache ich es dann in einem ähnlichen System, das erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Jo, dann schön, dass ihr dabei wart. War ein bisschen holprig durch diesen, ja, durch diesen inkompatiblen Mod bei Ehrenberg. Das war der US 95 Mod. Den habe ich jetzt bei mir komplett gelöscht und runtergeworfen. Der kommt einfach nicht mehr drauf. Das reicht eigentlich auch. Die Standard-Maps sind gut genug. Und mal gucken, C2C werde ich vielleicht nochmal ausprobieren. Aber ich vermisse sie nicht wirklich. Ich meine, ich habe von Oregon bis runter nach Mexiko so viel zu fahren. So viel interessante Strecke. Ich schaue mal. Ich mache mich nochmal ein bisschen schlau und dann schaue ich mal. Ja, aber jetzt wirklich. Däumchen werden Träumchen. Bis dahin. Ciao.